Jimmy Glitchy. So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Glitch. Pokémon Go. Wir sind hier nicht bei den Gameboy-Spielen. Gameboy. Nein, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Und heute ist Hydropi Community Day. Wie ihr alle wisst, wir sind wieder auf dem Weg zum Strich. Das ist ja immer der Hotspot. Da trifft sich immer das ganze Gesocks. Und der Iswatch schon wieder Bier am Start. Was er damit vorhat, weiß ich nicht. Schreibt es mal in die Kommentare, was ihr vermutet. So, und da ist es pünktlich 16 Uhr. Hört ihr im Hintergrund, sind noch die Glocken zu hören. Und da ist auch schon das erste Hydropi aufgetaucht. Wir wollen gleich mal gucken, dass wir hier schnell noch ein Lokmodul zünden können. Wir haben nämlich noch 83. Wie, du benötigst Pokestop-Module. Ich habe doch 83. Da hat wahrscheinlich schon wieder jemand gezündet. Genau, der BMW-Driver und die Christel. Und da kann ich wieder meine Lokmodule nicht loswerden. Aber da ist noch einer frei und wir zünden. Ja, die anderen. Yeah, und einen habe ich auch abbekommen. Eiverscharf, richtig fett. Oh, ich habe das erste Shiny, meine Freunde. Wohl. Nach einer Sekunde. Ach. Toll, mit 322. Wir können wieder heimgehen. Ja. Wir tippen auch mal das erste an und das zweite und das dritte. Jetzt sind ja schon drei hier und wir haben nichts. Ach, ich tippe nur mal kurz durch und dann laufe ich los und dann geht's richtig ab. Nichts. Ja. Aber wir haben noch eins übrig, das dritte, und wir haben nichts. Nichts. Nee. Gut, habt ihr auch nichts, dann schreibt's mal in die Kommentare. Ich drehe jetzt nochmal den Stop, kümmere mich um die Geschenke und dann laufen wir los und gucken mal, was in den drei Stunden so geht. Wir haben jetzt mal ein paar Geschenke geöffnet und haben mal was richtig Geniales entdeckt. Das seht ihr gleich. Das müsste nämlich gleich aufblitzen. Und wo steht er denn? Los, Blitzer, komm! Oder was? Bild ist eh nichts. Doch, immer. Nee. Und wir haben NoChim 2019 aufgestiegen auf beste Freunde NoChim 2019. Der Account ohne Arenen, ohne Raids, ohne alles Mögliche. Und guck doch mal hier, ne? Netter Besuch von nebenan, ohne naturtrübes Radler, aber trotzdem, ja. Was geht ab? Das freut uns natürlich. Grüße an den Stefan, der hier richtig reingeschlotzt hat und jetzt seinen Account auf, achso, der ist ja doch gar nicht Level 40, aber beste Freunde jetzt, helft ihm alle, ich hoffe, ihr habt heute alle dran gedacht, mal sein Ei aufzumachen, Geschenk anzunehmen, wie auch immer. Und das nächste Shiny da bei der Christel. Guckt's hier mit 924. Der Deferis ist plötzlich dazugestoßen, wo auch immer der aufgetaucht ist. Der Mirko ist gerade abgehauen. Dem war es zu viel jetzt. Und jetzt gehen wir wieder in die Caritas-Gasse. Und ihr wisst, da geht's immer richtig ab, ne? Was machst du denn? Und da ist das nächste Bier, das nächste Shiny beim Iswo zu sehen. Halt's mal kurz rein. Na, nicht das Shiny, das Bier. Hey, okay, fünf Stück alles schon. Klar. 5-0. Da geht's fröhlich weiter. Sind gerade mal eine halbe Stunde unterwegs und sind jetzt wieder da, wo wir angefangen haben. Laufen noch mal die Runde. Der Deferis hat, glaube ich, schon 3. Der Tobi hat 1. Die Krissel hat 1. Und ich habe keins. Schreibt's mal in die Kommentare, wenn ihr auch keins habt. Und Prost! Und da das erste Shiny auf dem falschen Account, auf dem kleinen, hat auch nur 43 WP, also sowas braucht man wirklich nicht. Der Deferis hat schon sein 5. jetzt bekommen. Zwischendurch ist die Cindy vorbeigelaufen, selbst die hat schon 3. Also da geht's richtig ab. Jetzt fange ich das mal hier kurz. Hinten ist übelst die Mucke am Start. Der Markus ist auch schon vorbeigelaufen. Der Simpsons-Mann, hey! Aber wir laufen weiter. Ist ja noch genug Zeit. Da kommt sicher noch was. Ist ja kein Entei und Raikou Raid-Tag. Sicher? Und das nächste Shiny da bei der Christel. Ne? Hier, halt's mal, nein! Sieht man nicht, gut. Sieht man nicht. Und hinter uns die Russen-Disco, hört ihr es, da geht's übelst ab, die Mucke am Start. Wird gleich das Video gesperrt, super hart hier. Ich sag dazu nichts. Und da gehen gleich die Eier auf, die 7-Kilometer-Eier, da ist ein Mobile dabei. Wir gucken und drücken es einfach mal fix durch. Och nö, hast du was? Das waren gar nicht die Eier, das war das Ei. Das war nämlich das einzige in der unendlichen Brutmaschine. Da können wir es, bewerten wir trotzdem jetzt nicht. Machen wir mal zum Schluss. Wenn was Gutes dabei ist, seht ihr, dass wir in den am Mittwoch folgen und laufen weiter. Die Russen-Disco ist jetzt auch weg, die hat sich abgespalten. Ach so, die kommen wieder. Ja, hört ihr das im Hintergrund? Die verfolgen uns schon die ganze Zeit. Das hätte ja jetzt eins sein können. Wir laufen erstmal weiter und gucken, was noch so geht.
und die Caritas Gast, da geht immer was. Das seht ihr hier. Das nächste Shiny, wieder auf einem anderen Account mit 738. Und da war das Gute, ich habe mich jetzt umgewechselt auf den nächsten Account, das erste angedrückt. Achtung. Und direkt Shiny. Was ist denn? Ich laufe doch nicht gegen das Auto da, Mann. Da sind noch 10 Kilometer Platz. Und wenn, dann kommt erst mein Bauch. Und der hält mich davon ab. 738, das nehmen wir gerne mit. Da ist wieder der Markus am Start, ne? Sehr gut. Ah, der Markus wieder am Start. Yeah! Den erstmal jetzt mal, ne? Der muss nämlich gleich zum Mittagessen. Die Mami hat gerufen und deswegen sehen wir uns später nochmal. Also ich raff's nicht, eine Stunde ist schon fast um. Herr Tobi jetzt, oh mein drittes Shiny, jetzt bin ich glücklich. Ach guck mal hier, das vierte Shiny, zack. Wenn der Ismerom hier, oh guck mal hier, Shiny, ein Shiny Evoli noch, alles. Deferis hat bestimmt schon 10, die Christel hier, sonst war 7. Oh, pff. Überall laufen die Leute rum. Was hat Ramses? Null. Warte, guck. Null. Hey. Das ist schon wieder Raikou Entei Raid Tag. Nur mit Hydropi als Shiny beim Rumlaufen. Und da das nächste Shiny bei der Christel. Zeig's mal in die Kamera. Richtig genial. Wie wir alle wissen, jammern hilft, denn hey, das erste Shiny auf dem Großen. Ich raste aus. 768. Das nehmen wir gerne mit. Und mir ist schon wieder aufgefallen, auf dem zweiten Handy, ich laufe so über den Markt, da sitzen 5 Hydropi. Und auf meinem Hauptaccount sitzt genau in dem gleichen, ne? Eins, ein einziges. Da sitzen 5, da sitzt 1. Warum? Als würden die unterschiedlich spawnen, aber das eine war jetzt zum Glück also ein Shiny. Das nehmen wir jetzt, das fangen wir jetzt mal live. So, noch eine goldene Beere drauf. Das ist nämlich jetzt die Premiere, das ist wie beim Bummel-C-Day. Eine Stunde gelaufen und dann erst das erste Shiny bekommen. Jetzt hier auch eine Stunde gelaufen und das erste Shiny bekommen. Ich schieb's mal wieder aufs Wetter, ne? Da will ich gerne Wiederholung. Nein, aber es sind ja noch 2 Stunden Zeit. Nach dem ersten geht's meistens bergauf. Hoi! Und so sieht's aus. Ich hab doch gesagt, kaum ist das erste da. Dann gibt es auch schon direkt das nächste hinterher. Das ist sogar höher als das andere. 843, das nehmen wir natürlich gerne mit. Und das nach 5 Meter Fußweg. Gleich das zweite hinterher geschossen. Gleich wieder mal eine goldene Beere drauf. Genau. Haben wir ja noch so viel. Der Ispo muss gleich erstmal pullern und ich soll mir so lange Bier reinprügeln. Habe ich natürlich dankend abgelehnt. Mache ich dann trotzdem heimlich hinter der Kulisse. Muss ja keiner wissen. Wir sind ja Vorbild und deswegen. Hoffen wir jetzt noch auf das dritte. Das kommt hoffentlich auch gleich. Und durch die neuen Suchbegriffe ist es auch viel leichter, dass ihr gute IV dann finden könnt. Das machen wir aber später beim Entwickeln und gucken jetzt erstmal, was noch so geht. Jetzt aber ist es soweit, jetzt gehen die Eier auf, die 7 Kilometer Eier. Der Ismo ist eh gerade auf der Toilette, wenn man das so nennen mag. Deswegen drücken wir mal kurz die Eier durch. Keiner guckt, keiner bemerkt. Richtig perverse Sprüche wieder am Start. Und vielleicht haben wir ja jetzt einen Alola Shiny dabei. Ein Slimer. Gut, wollen wir nicht. Wir wollen das nächste. Aber was ist denn? Da geht wieder nur ein einzelnes auf. Sind die denn bescheuert? Toll, da fehlen noch 100 Meter. Das hätte doch so gut jetzt gepasst. Gut, wir melden uns zurück, wenn der Rest aufgeht. So, der Deverus hat schon wieder ein Shiny, und bei der Christel auch ein Shiny, beim Tobi auch ein Shiny und ich habe jetzt endlich mal die restlichen Eier hier auf, hoffe ich. Wir gucken mal rein und haben ein hässliches Mauzi. Das hätte ja mal Shiny sein können. Wir können es ja gleich mal bewerten, wie das so aussieht. Richtig schlecht, gut. Wir nehmen das nächste, nehmen das noch mit, drücken die jetzt durch, müssten ja jetzt noch 7 Stück sein. Statt 8, 7 statt 8. Und Sandan hätte ja ein Shiny sein können. Ist es nicht. Ich drücke einfach jetzt durch. Wie gesagt, das dauert mir jetzt zu lange mit dem Bewerten. Jedes Mal da drauf drücken. Das müsst ihr in einem Schub durchbewerten und nicht so. Und wir haben ein Pi. Hätte ja Shiny sein können. Was denn? Na, das Pi, was da rumhängt. Was suchst du da vor allem? Wie das Auto eben. Hey, was sucht denn ihr da? Ein Pokémon. Ach so, viel Spaß, ihr Schweine. Und das nächste Mauzi, wieder kein Shiny. Drücken trotzdem mal kurz das Hydropi an. Ist auch kein Shiny. Da können wir fliehen und uns die restlichen Eier reinziehen. Und es ist... Gib mir ein Baby, los!
genau. Zieh, oh, ein Dick da. Hätte ja shiny sein können. Ist es aber nicht. Also zieh mal wieder weiter. Was ist jetzt noch ein Hydropi? Das drücken wir danach noch fix an. Bei euch geht's ab, ja? Ja. Ja, bei mir haut's ab. Wieder ein Mauzi. So eine Scheiße. Richtig miese Sache. Richtig dreckig. Drücken mal das. Nix. Los, lass dich drücken. Da, warte mal. Die nehmen wir dann gleich mit, wenn die Kamera wieder aus ist. Und lassen die Eier schön aufgehen. Denn gerade an der Ecke da vorne stehen wir am längsten immer. Ein Isso. Hätte ja shiny sein können. Ihr seht eigentlich fast alles, was jetzt aus den 7 Kilometer Eiern kommen kann. Kann shiny sein. Und deswegen brüte ich eigentlich nur noch die. Da ist alles offen. Ich hau mal neue Eier rein. Okay, vergiss es. Ich hau keine Eier rein. Ich gehe heim. Und ein wildes K-Pilz kann man ja auch mal mitnehmen. Saß auch gerade am Strich mit 597. Gucken wir mal, ob wir das so eintüten können mit gelber Beere, gelber Ball, ohne Hände. Nein, mit einer Hand, unverkackt. Da fallen schon die Handys runter vor lauter Begeisterung. Ja. Bam, großartig. Jetzt muss es nur noch drin bleiben. Wir haben so viele Leute schon gesehen, die heute auch unterwegs sind, die man sonst überhaupt nicht sieht, die neu dazugekommen sind, neu spielen, wie auch immer. Da ist auch immer eine Frau, die läuft immer zu im Kreis. Sieht aus wie Verrückte, wenn alle immer im Kreis laufen. Aber richtig gute Sache. Die Community wächst immer mehr. Die ganzen Pokémon-Spieler trauen sich wieder aus den Löchern raus. Denn das Wetter passt ja auch. Und die Shiny-Suche geht natürlich weiter. Wir haben jetzt genau die Hälfte um, noch 1,5 Stunden. Shiny, wieder mal Shiny. Okay, tschüss. Und das nächste Shiny da bei der Christel mit 45. Sieht man jetzt nicht, wird gerade gefangen. Aber auch auf dem großen Account mit 490 WP. Das ist doch schön, das können wir jetzt mal mitnehmen. Damit ist der Soll eigentlich erfüllt. Und theoretisch können wir jetzt abbrechen, ne? Aber wir müssen natürlich noch durchziehen. Ich sammle EP noch. Gibt's noch ein paar EP, ne? Damit der Tobi auch endlich mal Level 40 erreicht. Ey! Zumindest Level 38. Zumindest Level 38. Was? Okay. Da geht ja noch einiges. Leider. Hast du es jetzt drauf? Hast du schon wieder was anderes gefangen? Ja. Ist schon weg, toll. Ja, guck. Ist schon weg, alles klar. Mitten ins Gesicht. Und da gab es eben noch einen Levelaufstieg, einen Freundesaufstieg mit dem Samin, so beste Freunde. Es ist zwar jetzt gar nicht 15 Uhr, aber der macht einfach mal das Geschenk auf. Zum Glück habe ich die ganze Zeit ein Ei drin gehabt, weil es gibt ja auch diese dreifachen Erfahrungspunkte. Und bei der Christel, die hat eben auch nochmal einen Shiny mitgenommen. Der Deverus, bei dem geht es richtig ab, der spielt Ping-Pong. Der hat immer links ein Shiny, rechts ein Shiny, immer abwechseln. 17 Stück, glaube ich, insgesamt jetzt schon auf 2 Accounts verteilt. So kann man es natürlich auch machen. Und knapp eine Stunde ist es jetzt noch, die wir noch zurücklegen müssen. Mal gucken, was da noch so geht. Und wir bilden eine Shiny-Kette. Ne? Die Christel läuft lang, sagt Shiny, der Deverus wieder Shiny. Alle zweifeln es an, bis er es bewiesen hat. Mir nicht, egal, sehe ich vielleicht am Schluss. Der Tobi, jetzt habe ich auch eins. Ich gucke so aufs Handy. 641, das nächste Shiny auch da. Ja, also, so muss es weiter. Was? Du sagst es? Gut. Hoffentlich ist es schlecht. Ne? Schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr ein gutes Shiny habt. Ja, ist es natürlich. Das mache ich immer, während ich hier rumlaufe mit 10 Handys. Genau, das ist ein Screenshot von ihm, ist gar nicht meins. Jetzt muss ich es trotzdem noch mal zeigen. Es ist nämlich nicht nur bei ihm und ihm, sondern auch bei ihm. Also einer davon bin ich. Guck, wie ihr hier seht. 641 da, 641 da und 641 da. Hat sowas schon mal gegeben. 3 dieselben Shinies bei einem Hydropi. Das ist richtig genial. Schreibt es in die Kommentare. Christus? Was? Willst du jetzt machen? Nix, ich wollte was filmen. Warum drängt ihr mich denn schon wieder alle ein? Ramon, was machst du da? Und ich habe langsam den Verdacht, der Typ da hinten mit diesem Hut, der verfolgt uns die ganze Zeit. Hey, Typ mit dem Hut da! Warum verfolgst du uns? Das sind auf jeden Fall viele verrückte Menschen in der Stadt. Nur auf sein Handy, was ist mit dem? Ja eben, der guckt nur auf sein Handy. Guck, guck, wie er guckt. Guck an mein Ohr. Okay, aber wir sammeln noch ein bisschen Shinies. Eine halbe Stunde ist ja noch. Der Typ geht einfach nicht weg. Guck doch mal. Wir laufen schon extra schneller und er ist immer noch da. Der hat auch eine Flasche in der Hand. Ist immer die Betrunkenen, die dann ausrasten und dann Knüppel auf den Kopf. Hä?
Der verfolgt. Das schubst. Und das nächste Shiny, der Deferis, ist mittlerweile weg. Der hat nämlich die meisten gehabt und ist jetzt abgehauen. Läuft damit er sie dir nicht zeigen kann. Damit es auch beim Rest wieder besser läuft. WP 100, genau 100, sieht doch gut aus. Der Espo hat auch das nächste Döschen aufgemacht. WP 50, wie man sieht. 5-0, passt. Nehmen wir mit. Hinten ist richtig laut. Und das tüten wir jetzt hier nochmal ein. Vielleicht live auf Kamera. Ich denke mal, einmal laufen wir noch ums Caritas rum und den Markt hoch und dann machen wir Rast am Strich, Auswertung, gucken mal, entwickeln noch ein bisschen und ja, war und auch ganz lustig, ne? Dann geht's zum Armbrot. Warum ist der Deferis weg, ne? Da läuft's richtig. Und das nächste Shiny da mit 352 WP, richtig gute Sache, das nehmen wir auch noch mit. Und so theoretisch immer noch eine halbe Stunde. Guck, es war vorhin schon eine halbe Stunde, jetzt eine halbe Stunde. Die Zeit vergeht gar nicht. Wir haben mal kurz die Zeit angehalten. Wenn ihr auch immer die Zeit anhaltet, schreibt es mal in die Kommentare. Da ist es drin. Ich bin raus. Bis gleich. Shiny! Warte. Warte. Objektivdeckung. Shiny! 565. Das nächste, also wie gesagt, seit der Deferis weg ist, da laufen die Dinge anders. Das fangen wir jetzt auch noch fix ein. Aber er hat kurz nach meiner Aufnahme auch eins bekommen, deswegen müssen wir uns schnell beeilen. Nicht, dass er auch noch eins kriegt. Das darf nicht mit drauf. Da sind wir heute wieder ganz krass unterwegs. Oh, die Sonne. Guck, jetzt ist die Shiny-Farbe gleich weggebrannt. Bleib doch drin. Und es sind noch 20 Minuten. Jetzt haben wir eine richtige Zeitangabe. Aber am Strich werden wir uns jetzt niederlassen. Das ist nämlich der beste Ort. Shiny! Was? Zeug. 566. 566. Gut, ja, er hat sich wieder rein. Shiny, guck mal. Er hat sich in wieder Blau reingeschmuggelt. Bam. Schleimy läuft neben mir. Slime Ranger. So, wir wollen mal kurz eine kleine Auswertung machen. Es sind zwar eigentlich noch 10 Minuten, aber wir haben uns jetzt hierher gepflanzt und wir schauen mal bei der Christel vorbei. Wie viel Shinies hat die denn so bekommen? Was gab's denn bei dir so zu holen, ne? Japsen. Und was gab's zu holen? Lass dein Gesicht filmen. Es gab, ich gucke einfach mal selber hier in den Beutel. Sechs. Was denn? Sechs Stück, sechs Shinies auf dem Großen und auf dem Kleinen. Hm? Nein. Nix? Gut. Keine Ahnung, wie viel auf die zwei Kleinen. Ach, zwei Kleine? Das ist Moody-Accounting, das ist verboten. Also beides so. Was ist hier los? Hier ist der Isbo. Und wie viel haben wir da hier auf dem sind Großen? Sechs Stück auf dem Großen. Hast auch schon eins entwickelt, und wunderbar. Drei auf dem Kleinen. Die hast du natürlich geklickert, weil du dein Ding immer in der Hose lässt. Genau. Ne? Nicht so wie andere, die holen ja immer alles raus, aber bei dir? Ja, bei dir, guck mal hier, die Hose ist offen. Das war dieser Schockmoment. Die ist zu. Gut. Und dann haben wir hier noch den Typ mit Marshmallow im Mund. Fast. Wie viel haben wir da auf dem Großen? 13. Und auf dem Kleinen? Haben wir nicht. Multi-Accounting, der neue Trend. 13 Stück vor allem. Richtig krass. Damit übertrifft er, glaube ich, sogar Deferis. Der hatte nämlich vorhin 17 Stück oder so, aber auf zwei Accounts. Und die haben sich ja immer so abgewechselt. Aber 13 Stück auf einem ist schon richtig krass. Ich sitze hier und singe, da kommt ein Shiny an. Der Tobi kann es nicht glauben, der wirft sich gleich vor die Bahn. Kann man nicht rein. Ja, gut, ja, lassen wir jetzt. Das nehmen wir aber jetzt auch nochmal mit. Ne? Vorhin haben wir erstmal Luftfilter auf Puffbilder gereimt, aber dann habe ich gesagt, Duftbilder passt doch besser und dann gehe ich in den Puffbildern. Und ja, wir sind jetzt hier nicht bei Rapper Mittwoch. Ihr kennt alle Raider Mittwoch, wir fangen noch das Teil jetzt. Es sind immer noch 8 Minuten und wir sitzen hier und trinken Dosenbier, denn so sind wir. Genau. Na gut, dazu bald mehr, wenn die Pool-Videos alle fertig sind. Schalalala Shiny! Und das nächste da, das ist doch jetzt das 9. Glaube ich. Ich sehe aus wie der verrückte Professor. 607 WP. Es hat sich doch gelohnt, hier zu sitzen und nichts zu machen. Also, das nehmen wir auch noch mit. Ihr seht, die Stimmung ist am Brodeln. Die Hunde sind los. Who let the dogs out? Fragt man sich dann natürlich. Der Ball macht auch, was er will. Oh mein Gott, was ist das? Ich glaube, ich muss das ohne fangen. Nee, jetzt geht's. Hat einen grünen Kreis, bleibt bestimmt drin. Und jetzt sind noch 2 Minuten. Vielleicht kommt da ja noch ein Shiny dabei. Ne? Dann entwickeln wir in Ruhe, tunken uns ein und essen Ländchen. Nur ihm zuliebe, ich mag das eigentlich gar nicht. Ich esse lieber Bockwurst.
So, wir sind noch mal kurz zurück und zeigen euch jetzt noch mal die Ausbeute, solange bis das Essen zubereitet wird. Im Endeffekt sind es also trotzdem noch 9 Hydropi geworden. Ist eigentlich richtig genial. Am Anfang habe ich gedacht, das wird so wie bei Bummels, dass sie den ganzen Tag da rumrennen und dann kommt gar nichts bei raus. Ich sehe jetzt schon, das Bild ist richtig mies. Das Höchste, was wir jetzt haben, ist das 843 und das ist richtig cool. Das hat nämlich sogar 0 Verteidigung. Hey! Und das machen wir jetzt zum Sumpex, zum Shiny Sumpex. Dass wir das dann haben mit der Community Day Attacke Aqua Hobbitze. Das ziehen wir durch. Bei den guten IVs und bei den hohen mit WP, mit viel WP, werde ich aber trotzdem die zum Bodenangreifer machen, eben mit Lehmschelle und Erdbeben. Boah, das sieht ja richtig dumm aus. Hast du gesehen, wie Morabell aussieht? Ja, na klar haben sie es, ich hab's doch auch entwickelt. Und dann geben wir nochmal 100 Bonbons aus, um das Morabell zu Sumpex zu machen. Und das zweithöchste nehmen wir natürlich wieder, um es von Hydrobi zu Morabell zu machen. Dann haben wir die ganze Familie da. Die restlichen sind wieder bereit zum Tauschen. Und die höchsten nehme ich dann eben und kann die nach dem Event entwickeln. 2323 hat es jetzt. Da seht ihr nochmal Lehmschuss, Aquahobbitze. Wir können ja gleich mal eine TM draufpacken, dass das hier Aquaknarre und Aquahobbitze hat. Und das zweithöchste war das 7, 8, hier oben noch 814er. Das entwickeln wir jetzt zum Morabell. Und wenn wir das dann haben, sind wir im Prinzip auch schon fertig. Denn es gibt so viele gute Wasserangreifer noch. Wenn ich da nehme ich lieber Aquana. Das ist noch oldschool. Aquana ist richtig geil. Oder Gyarados eben. Oder eben Kyogre. Eure Kyogre-Armee müsst ihr sowieso immer am Start haben. Und den würde ich nie als Wasserangreifer nutzen. 1309. Ja, und sieht komisch aus. Das war's aber jetzt, wie gesagt, 9 Stück sind es geworden. Schreibt ihr mal in die Kommentare, wie viel habt ihr gefangen? Hattet ihr Spaß? Und was denkt ihr, was wird der nächste Community Day sein? Schreibt es mal in die Kommentare. Das war's von meiner Seite aus. Die Sonne blendet. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.